Hallo und herzlich willkommen, heute mit einer neuen Kritik, denn heute geht es um Mavka, Hüterin des Waldes, ein neuer ukrainischer Animationsfilm. Was der Film kann, das erfahrt ihr jetzt. Lasst gleich schon mal ein Abo da, aktiviert die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Los geht's! Das ist wunderschön. Oh, danke, ich... Ein Walddämon! Wir sind hinter den Schwarzen Bergen in einem Art Waldkönigreich. Der Hüter des Waldes beschützt die Quelle des ewigen Lebens. Und da die Menschen schon einige Male dem Waldvolk bestehend aus mystischen Kreaturen in den Rücken gefallen ist, sind die Menschen verbannt worden. Mavka ist die Seele des Waldes und lernt dann eines Tages Lukas kennen, der auf der Suche nach einem Heilmittel für seinen Onkel ist. Und da Mavka sehr gutmütig ist, möchte sie ihm natürlich helfen. Das ist so die Grundstory und nach entwickelt sich dann daraus natürlich auch mehr, wie man sich auch erwarten kann. Aber es geht im Grunde auch so viel von der Message darum, dass man Vorurteile gegen bestimmte Gruppen hat, dass sich das nicht immer bewahrheitet, dass man da versucht, eine Brücke zu schlagen zwischen zwei Welten und sowas eben. Die Message ist insgesamt ganz gut. Was allerdings von der Story her insgesamt schon auffällt, dass das Ganze für ein sehr junges Publikum ausgelegt ist. Also viele Dialoge sind sehr einfach und auch oftmals beschreibend. Und das merkt man schon, dass das für ja, sehr junge Zuschauer gedacht ist und an vielen Stellen einfach nicht diese Tiefe erreicht wie andere große Animationsfilmproduktionen. Aber so wie es erzählt ist, funktioniert es auch ganz gut, ist größtenteils auch authentisch. Und vor allem, wie sie diese Welt erschaffen, hat mir schon ganz gut gefallen. Dementsprechend 3 von 5 Punkten für die Geschichte. Synchrontechnisch muss ich sagen, im Deutschen echt gut geworden. Also da kann man nicht meckern, das ist auf einem hohen Niveau. Es wirkt nicht drüber geredet, es ist sehr gut, es ist authentisch. Die Stimmen passen gut, im Englischen ebenso. Und bei uns wird der wahrscheinlich hauptsächlich auf Deutsch laufen. Dementsprechend da klare Empfehlung, die Synchro-Version für die Kids. Voll in Ordnung, da kann man nicht meckern, 3 von 5 Punkten. Weiter geht's zum technischen Teil und da muss man sagen, für dieses kleine ukrainische Studio oder die ukrainischen Artists, die das hier produziert haben, sieht das richtig gut aus. Also bis auf ein paar kleine hakelige Animationen haben die hier wirklich eine wunderschöne, tolle Welt geschaffen, die einen bestimmten Stil hat, an manchen Stellen bewusst reduziert ist, aber an anderen Stellen wieder extrem gut und ja, fast schon realistisch aussieht an manchen Stellen, wenn man sich so die Natur- und Landschaftsaufnahmen anschaut. Also das ist eine ganz interessante Mischung. Das funktioniert insgesamt ganz gut. Die Figuren finde ich okay, aber da, das ist eher Geschmackssache. Es ist insgesamt vom ganzen Stil her einfach super schön, ist natürlich ein bisschen knacki-bunti, aber tolle Bilder sind da einfach entstanden. Dementsprechend 3 von 5 Punkten, echt solide, guter Animationsstil. Deshalb komme ich jetzt schon zu meinem Fazit. Ich muss sagen, Mavka, Hüterin des Waldes, ist am Ende ein wirklich netter, schöner Animationsfilm geworden, der vor allem für ein jüngeres Publikum, glaube ich, sehr, sehr gut funktioniert. Die Message mit auch der Lauflänge von gerade mal 90 Minuten, da kann jeder irgendwie ein bisschen was mitnehmen und es ist durchaus unterhaltsam gestaltet, wenn auch ein paar Kleinigkeiten, was die Geschichte und die Dialoge angeht, wirklich für Erwachsene schon etwas teilweise manchmal seltsam sind, weil irgendwie sehr viel kommentiert wird auch. Dementsprechend aber insgesamt solide 3 von 5 Punkten, insgesamt 12 von 20 Punkten für diese Art von Kinder-Animationsfilm echt gut geworden. Das war's soweit mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen hoch da, schaut auf dem Kanal vorbei, aktiviert die Glocke. In diesem Sinne, bis demnächst und immer schön weiterzocken. Ciao!